Hallo, ja, wie ihr wisst, ich bin Alex. Hatte gerade meine zweite Corona-Impfung hier in Tübingen in der Paul-Horn-Arena. Lief problemlos ab. Heute der neue Termin am Eingang. Ich kam sofort rein, null Wartezeit. Da vor mir war keiner. Ich kam sofort zur Anmeldung. Musste dann meine Daten durchgeben, Ausweis zeigen, Impfpass zeigen, die Impfberechtigung vorzeigen. Dann ging das Ganze problemlos durch. Anschließend hatte ich ein Aufklärungsgespräch bei einem Arzt. Hinterher, wurde ich dann weitergeleitet zum nächsten Arzt. Da hatte ich dann nochmal ein kurzes Gespräch. Musste meine ganzen Unterlagen zeigen, Impfbuch zeigen, Impfberechtigung und so weiter. Dann wurde ich nochmal weitergeleitet zum Impfarzt. Da hat er sich dann angeschaut, Moderna Covid-19, zweite Impfung, hat heute die zweite Dosis. Ja, das ging dann auch recht flott. Hat er gemeint, ob ich irgendwelche Nebenwirkungen hätte bei der ersten Impfung? Nee, hatte ich nicht. Lief alles problemlos, außer wie gesagt, einen leichten Druck hier für 2 Tage oben am Oberarm. Aber das war wirklich nur ein sehr, sehr, sehr leichter Druck. Das war nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes. Wie man immer im Internet liest von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, ja, da wachsen die Hörner raus, das ist ganz, ganz schlimm, die Impfung. Ach, Blödsinn, da ist gar nichts passiert. Das lief alles ohne Probleme ab. Und ich habe meine Frau dabei im Auto, eine Krankenschwester, also erste Klasse Versorgung als Krankenschwester im Auto, was will ich mehr? Nach der Impfung einfach noch ein paar Minuten warten, 20 Minuten, und dann kann es losgehen. Soweit lief alles problemlos ab, alles ohne Probleme, alles ohne, ja, irgendwelche Nebenwirkungen, alles perfekt. Ja, lass mir doch deine Kommentare da, lass mir deine Meinung da, unterhalb des Videos in den Anmerkungen. Würde mich brennend interessieren, ob bei dir irgendwas schiefgelaufen ist, ob bei dir irgendwas war. Bei mir, wie gesagt, Moderna, Schutzimpfung, alles problemlos, ohne Nebenwirkungen, ohne irgendwas gelaufen. Lief perfekt. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen habt, jederzeit gerne unterhalb des Videos in die Kommentarbox. Würde mich riesig freuen, ein bisschen mit euch zu unterhalten, ein bisschen, ja, auszulassen, was ihr darüber meint, was ihr darüber denkt. Aber ich denke, soweit alles perfekt, alles gut gelaufen. Falls noch irgendwelche schlimmeren Nebenwirkungen auftreten sollten, mache ich noch ein weiteres Video. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass noch irgendwas sein wird. Okay, danke fürs Zuschauen. Lasst mir eure Kommentare da. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Daumen nach unten, je nachdem, wie ihr merkt. Und Kanal abonnieren nicht vergessen. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.